Sie sind scheu, bislang kaum erforscht und vom Aussterben bedroht. Wir begeben uns heute auf die Suche nach einem ganz besonderen Tier. Und zwar im südlichen Afrika, in Namibia. Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM. Es sieht so ein bisschen urzeitlich aus, könnte man sagen, mit seinen ganzen Schuppen. Fast so ein bisschen wie ein kleiner süßer Dinosaurier, aber es ist ein Säugetier, das sogenannte Schuppentier, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Insgesamt 8 Arten davon gibt es, die sind heimisch in Afrika und in Asien und es ist super, super schwierig, so ein Schuppentier überhaupt mal zu Gesicht zu bekommen. Deshalb sind die bislang auch ziemlich wenig erforscht. Wir wissen ganz vieles über die noch gar nicht. Was wir allerdings wissen, kaum ein Tier wird so häufig geschmuggelt wie das Schuppentier, denn Fleisch und eben diese Schuppen sind auf dem Schwarzmarkt eine Menge wert. Und in Namibia, ganz im südlichen Afrika, da gibt es eine Forscherin, die nach diesen Schuppentieren sucht und versucht eben mehr über die rauszufinden, auch um sie in Zukunft besser schützen zu können. Und wir telefonieren heute sozusagen mit Namibia, nämlich mit Annika Brohm. Die ist Journalistin und lebt in Windhoek. Hallo Annika. Hallo Marc. Ja Annika, du bist freie Journalistin und reist seit einigen Jahren durch Afrika und den Nahen Osten und schreibst dabei unter anderem für Spektrum der Wissenschaft, wie jetzt bei dieser Geschichte mit den Schuppentieren. Und ich erreiche dich auch wirklich in Windhoek, in Namibia, in der Hauptstadt, richtig? Ja, genau. Ich sitze hier gerade in meinem Büro in Windhoek. Wir haben gerade Winter und dementsprechend ist es gerade auch knackig kalt. Also heute Morgen hatten wir 2 Grad und das geht schon in die Knochen hier. Ja, krass. Ich erinnere mich an den namibischen Winter. Ich war selber mal eine Zeit lang da, können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen. Aber erzähl doch mal bitte vielleicht zuerst, wie macht man das, freie Journalistin sein und dann irgendwie aus Afrika und dem Nahen Osten berichten? Ist ja auch nicht ganz einfach. Wie kam es dazu? Ja, also ich habe eine relativ lange Verbindung zum Land, weil meine Tante auch ausgewandert ist nach Namibia in den 90er Jahren. Eine ganz klassische Geschichte. Die hat ein Praktikum gemacht auf einer Farm, sich dann in den Farmer verliebt und ist hierher gezogen. Und ich habe sie als Kind besucht und als Jugendliche und hier meine Sommerferien verbracht. In dieser Zeit ist dieser Traum entstanden, auch irgendwann in Namibia zu leben. Und im April 2021 habe ich dann auch meine Sachen gepackt und bin mit meinem Verlobten zusammen hierher gezogen. Dann hatten wir aber einige Schwierigkeiten mit unserer Aufenthaltsgenehmigung. Das ist gar nicht so einfach hier. Und dann ein paar Monate später hat mein Verlobter dann auch noch ein Jobangebot bekommen aus dem Nahen Osten. Das hat er angenommen. Und natürlich wollten wir uns weiterhin sehen. Also machen wir das jetzt so, dass ich immer wieder pendel zwischen dem südlichen Afrika, dem Nahen Osten und zwischendurch auch immer Deutschland, um Freunde und Familie zu besuchen. Also ein Jet-Set-Leben könnte man fast sagen. Auf jeden Fall kommst du viel rum und jetzt gerade erreiche ich dich in Namibia, weil diese Geschichte auch in Namibia spielt. Und wenn wir bei Spektrum immer so die Themenplanung machen, dann guckt man immer so, was fällt denn in den nächsten Wochen so an, welche Geschichten könnte man besprechen. Und ich habe mich total gefreut dann, als ich gehört habe, dass es um eine Geschichte aus Namibia geht, weil ich selber mal ein halbes Jahr dort gelebt und gearbeitet habe. Und das ist mittlerweile aber schon 10 Jahre her, aber meine Erinnerungen daran sind noch sehr, sehr präsent, auch an Windhoek. Ich habe selber da auch gewohnt und von da aus viele Touren gemacht und viel vom Land gesehen auch. Und natürlich auch von der Tierwelt dort. Und da ist ja alles dabei, was man sich so im afrikanischen Klischee vorstellt. Ja, Giraffen, Löwen, Antilopen, Elefanten und so weiter. Aber ein Schuppentier habe ich nie gesehen. Und ehrlich gesagt wusste ich nicht mal, dass die in Namibia vorkommen. Annika, vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen was erstmal über dieses Tier. Es ist ja schon special, würde ich mal sagen. Ja, absolut. Also mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe auch erst sehr, sehr spät vom Schuppentier gehört. Und mir haben auch viele namibische Menschen erzählt, dass sie selbst auch noch nie ein Schuppentier gesehen haben. Selbst Farmer, die ja wirklich ihr ganzes Leben auf dem Land verbringen. Aber es ist wirklich schwer zu sehen. Das Schuppentier ist wirklich ein total spannendes und kurioses Tier. Zunächst mal, was das Aussehen angeht. Du hast ja schon vorhin gesagt, es erinnert so ein bisschen an Dino. Man könnte es auch mit einem Ameisenbär oder Gürteltier vergleichen.
Und wie Ameisenbären auch, fressen Schuppentieren Ameisen und Termiten. Und dazu vielleicht ein ganz interessanter Fun-Fact. Schuppentiere haben eine Zunge, die etwa so lang ist wie ihr gesamter Körper. Also die Tiere haben keinen Kiefer, sondern nutzen ihre klebrige Zunge, um damit Ameisen und Termiten zu verschlingen. Und das wahrscheinlich Spannendste an den Tieren ist, dass sie die einzigen Säugetiere sind, die mit Schuppen bedeckt sind. Und diese Schuppen dienen quasi als Panzer gegen Fressfeinde, wie zum Beispiel Löwen. Das Tragische an der Geschichte ist jetzt aber, dass genau diese Schuppen die Schuppentiere auch zu einem interessanten Ziel für Wilderer machen. Ja, Experten gehen sogar davon aus, dass Schuppentiere zu den am häufigsten geschmuggelten Arten der ganzen Welt gehören. Warum sind die denn so gefragt? Ja, das liegt zum einen am Fleisch. Also das Fleisch wird zum Teil hier in Afrika gehandelt, als Bushmeat auf lokalen Märkten. Zum Teil wird es auch in Asien in Restaurants serviert als Delikatesse. Die viel größere Nachfrage in den vergangenen Jahren war aber nach den Schuppen selbst. Und zwar, weil die Schuppen laut der traditionellen chinesischen Medizin heilende Kräfte haben sollen. Also zu Pulver vermahlen sollen sie zum Beispiel gegen Brustkrebs helfen, gegen Rheuma, gegen Asthma. Sie sollen Müttern bei Stillproblemen helfen. Dazu muss man aber allerdings sagen, dass es keine Beweise dafür gibt, weil die Schuppen an sich aus Keratin bestehen. Also genau das, woraus zum Beispiel auch unsere Fuß- und Fingernägel bestehen. Ja, es ist ja leider oft so, dass die Nachfrage dann gar nicht unbedingt wissenschaftlich belegt ist, ne? Also dass es quasi keinen echten Grund gibt, warum das so nachgefragt ist, aber dann trotzdem so ist es ja bei vielen Tieren und Tierprodukten dann am Ende so. Was weiß man denn über diesen Handel? Also wie gelangen diese Schuppentier-Schuppen und das Fleisch dann in Umlauf? Ja, das ist gar nicht so einfach herauszufinden, weil natürlich viel im Verborgenen passiert. Es gibt aber ganz interessante Berichte, zum Beispiel von den Vereinten Nationen, die zeigen, wie so ein Handel verläuft. Und die zeigen eben auch, dass zum Teil mehr als 15 Personen daran beteiligt sind. Zunächst mal fängt natürlich alles mit der Wilderei selbst an. Da werden oft Einheimische aus armen Verhältnissen beauftragt, die von den Zwischenhändlern oder auch von den Endabnehmern hohe Summen für die Jagd geboten bekommen. Wobei man sagen muss, dass der Profit von Schritt zu Schritt, also von Person zu Person, entlang der Handelskette immer größer wird. Der Jäger bekommt also vergleichsweise wenig, aber für ihn selbst ist die Summe immer noch verlockend. Wenn das Tier dann gewildert wurde, übernimmt ein Zwischenhändler, der bringt das Tier oder auch nur die Schuppen in die nächste Stadt und dort übernimmt dann ein internationaler Schlepper, der die Ware dann eben weiter schmuggelt. Und da zeigen die Berichte, das finde ich auch sehr interessant und traurig zugleich, dass das oft einflussreiche Geschäftsleute sind oder auch Beamte, die eben das nötige Netzwerk haben, um dann auch gedeckt zu werden. Also wirklich ein globales Netz, das da greift und diese Schuppentiere dann eben wildert und in Umlauf bringt. Aber es ist eben nicht nur der illegale Handel, der den Schuppentieren zu schaffen macht, schreibst du auch in deinem Artikel, sondern die Liste der Bedrohungen, die ist eigentlich noch länger. Also zum einen schrumpft der Lebensraum der Schuppentiere, das ist ein Problem. Zum anderen machen ihnen auch extreme Klimabedingungen zu schaffen, zum Beispiel immer häufigere und immer längere Trockenperioden. Das ist in Namibia auch immer wieder ein großes Problem. Und das wird gerade auch Jungtieren zum Verhängnis, weil die dann nicht genug Beute finden und verhungern, weil sie noch nicht diese Fettreserven haben, die ausgewachsene Tiere haben. Dann sind elektrische Wildtierzäune auch ein Problem, die einige Farmer aufstellen um die Farm herum. Da kann es nämlich passieren, wenn der unterste Draht zu nah am Boden ist, dass die Schuppentiere hängen bleiben oder auch andere Tiere und dann an Stromschlägen sterben. Eine der größten Bedrohungen, würde ich aber sagen, ist sogar die Unbekanntheit der Schuppentiere, weil selbst Artenschützer einfach nicht genug über das Tier wissen, um es richtig effektiv schützen zu können. Das macht es natürlich total schwer, weil man da nicht die wissenschaftliche Basis hat. Ja, und genau da will eine junge Dame ansetzen, die du getroffen hast. Und die heißt Kelsey Prediger, ist eine Forscherin. Und ja, erzähl doch mal, wer ist das und vor allem, was ist ihre Mission? Ja, Kelsey ist eine sehr, sehr interessante Frau. Sie kommt ursprünglich aus den USA und ist dann 2016 nach Namibia gekommen, um ihre Masterarbeit zu schreiben. Und eigentlich sollte es da um Raubkatzen gehen, konkreter gesagt Geparde. Das hat dann aber nicht geklappt. Aber stattdessen hat Kelsey von dem Schuppentier gehört und sich direkt in das Tier verliebt, hat sie mir erzählt. Sie hat dann bei ihrer Recherche schnell herausgefunden, dass es noch nicht viel Forschung zu dem Tier gibt, was sie wiederum gewundert hat, weil es eben
eines der am häufigsten geschmuggelten Tiere der Welt ist. Deswegen hat sie sich dafür entschieden, das Tier weiter zu erforschen und diese großen Forschungslücken zu schließen, um das Tier dann auch besser schützen zu können. Und das ist aber leider gar nicht so einfach. Wie du am Anfang schon so ein bisschen hast durchblicken lassen, diese Tiere sind sehr, sehr scheu. Sie sind nachtaktiv. Das heißt, es ist schwer, die erstmal aufzuspüren. Und du hast Kelsey Prediger und ihr Team begleitet bei so einer Suche. Wie muss ich mir das vorstellen? Nimm uns mal mit. Ich glaube, das war die spannendste Recherche, die ich bis jetzt überhaupt gemacht habe. Das war vor etwa einem Jahr, auch im Winter. Ich kann mich noch erinnern, dass es sehr, sehr kalt war. Ich bin zusammen mit der namibischen Fotografin Tara Mette in den äußersten Osten gefahren, Namibias. Etwa 8 Stunden sind wir da gefahren von Windhoek aus. Muss man auch immer dazu sagen, Namibia ist sehr, sehr groß. Ja, definitiv. Und man bekommt ein anderes Gefühl für Distanzen. Aber 8 Stunden und mehr, das ist dann schon eher weiter. Naja, wir kamen dann an, wir haben unsere Zelte aufgestellt und haben uns direkt auf den Weg gemacht mit Rangern und Kelsey Prediger, um ein Schuppentier zu finden. Zu der Zeit war die Sonne schon untergegangen und es war dunkel, denn Schuppentiere sind ja nachtaktiv. Und unser Ziel war, ein Tier zu finden, das Team zuvor mit einem Bewegungssender ausgestattet hatte. Wir waren dann einige Zeit im Busch unterwegs und irgendwann hat unsere Radioantenne auch angeschlagen und laut gepiepst. Und das war so unser Zeichen, dass das Tier in der Nähe sein muss. Wir waren da ganz nah an dem Bau. Also es war naheliegend, dass das Schuppentier sich in den Bau verkrochen hat. Und dann haben wir gewartet. Und wir haben gewartet und gewartet und gehofft, dass das Tier nochmal rauskommt. Aber tatsächlich hatten wir kein Glück in dieser Nacht. Es war schon zu kalt und deswegen sind wir irgendwann wieder zurückgezogen zu unseren Zelten. Ich stelle mir das ehrlich gesagt auch ein bisschen gruselig vor. Ich kann mich an so Campingtrips erinnern, die ich gemacht habe, als ich in Namibia war. Und da fand ich manchmal nachts im Dunkeln schon den Weg irgendwie zum nächsten Toilettenhäuschen ein bisschen gruselig, wenn man sich das Wildlife vorstellt, was da um einen rum ist. Hast du keine Angst gehabt? Ich kann mich noch an einen Moment erinnern, da hat sich die Fotografin zu mir umgedreht und gesagt, sag mal, was machen wir jetzt eigentlich, wenn Elefanten neben uns stehen? Man hört die ja oft nicht. Das sind riesige Tiere, aber die können sich erstaunlich leise bewegen. Und ich hatte mir da vorher keine Gedanken drüber gemacht, aber sie als Namibierin hatte das total auf dem Schirm. Und ja, letztendlich mussten wir den Rangern einfach vollkommen vertrauen. Die wissen, was sie tun und haben uns darauf eingelassen. Und ja, es ist alles gut gegangen. Es war aufregend und hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, obwohl ihr in der Nacht jetzt kein Schuppentier gefunden habt. Aber was machen Kelsey Prediger und ihr Team denn, wenn sie ein Schuppentier finden? Wenn das Team ein Tier findet, dann schrauben sie einen Bewegungssender auf dem Rücken fest. Der hängt dann von den Schuppen runter, wie so ein kleiner Rucksack sieht er aus. Und dieser Bewegungssender ist eben sehr, sehr wertvoll für das Team, weil sie dadurch Daten sammeln können über das Verhalten des Schuppentiers, über den Lebensraum, wo es sich aufhält, wie groß der Lebensraum ist. Und das sagt ihnen eben auch, welcher Lebensraum oder welches Territorium schon besetzt ist. Denn oft ist es auch Kelseys Aufgabe, gerettete Tiere wieder auszusetzen, auszuwildern. Aber dafür muss sie erstmal einen geeigneten Lebensraum finden. Und wenn sie da zum Beispiel weiß, das Territorium ist schon besetzt von einem anderen Tier, dann weiß sie, dass sie das Tier dort besser nicht aussetzt, weil Schuppentiere territorial sind. Das heißt, die Männchen akzeptieren kein anderes Männchen in ihrem Revier. Da muss man also auch da noch aufpassen. Ist denn eigentlich, Annika, fällt mir gerade auf, wenn die so selten gefunden werden, ist wahrscheinlich auch gar nicht klar, wie viele es noch gibt oder wie groß der Bestand ist, ne? Ja, dazu gibt es tatsächlich keine genauen Zahlen. Das ist auch ein Ziel von Kelsey Prediger und ihrem Team, erstmal zu erfassen, wie viele Schuppentiere genau noch in Namibia leben. Ja, und was ich sehr interessant fand, da muss man ja auch in Namibia immer gucken, es gibt in verschiedenen Regionen verschiedene indigene Gruppen und die muss man ja auch irgendwie berücksichtigen, wenn man da forschen will. Ganz interessant fand ich, dass sie hier sogar wirklich eine wichtige Rolle bei der Erforschung der Schuppentiere spielen. Inwiefern denn? Das stimmt. Also die Gemeinschaften vor Ort spielen eine tragende Schlüsselrolle bei der ganzen Forschung. Wie schon gesagt, sind wir für unsere Recherche in den äußersten Osten gefahren. Dort ist das Nai-Nai-Schutzgebiet und in diesem Gebiet lebt eine Untergruppe der San. Und die San sind eine der ältesten Bevölkerungsgruppen überhaupt und haben traditionell als Jäger und Sammler gelebt. Jetzt hat sich das Leben in den vergangenen Jahrzehnten für die meisten Gemeinschaften dramatisch verändert. Im Nai-Nai-Schutzgebiet ist es so, dass die San zum Teil noch auf traditionelle Weise leben können, also das Recht an den natürlichen Ressourcen liegt bei ihnen und sie dürfen auch noch auf traditionelle Weise jagen.
mit Giftpfeilen und Bogen. Das ist in anderen Gebieten im südlichen Afrika nicht mehr erlaubt. Das heißt auch, dass in den Gemeinschaften dieses indigene Wissen übers Fährtenlesen, über Natur, über Tiere noch sehr, sehr tief verankert ist. Das heißt auch, dass die Gemeinschaften ziemlich gut wissen, wo sich die Schuppentiere aufhalten. Und genau deswegen hat sich Kelsey Prediger mit den Gemeinschaften zusammengeschlossen, einige Männer auch als Ranger fest angestellt. Zusammen suchen sie jetzt nach Schuppentiere in dem Schutzgebiet und erforschen sie weiter. Und jeder Ranger wird zu einer Art Forschungsassistent ausgebildet. Die bekommen dann ein Smartphone und können die Daten aufzeichnen, stellen auch Kamerafallen auf und sind da voll eingebunden in die Arbeit. Sehr, sehr spannendes Projekt auf jeden Fall. Und ein Ziel des Ganzen ist ja auch so ein bisschen die Bekanntheit des Schuppentiers zu erhöhen, das ein bisschen den Leuten geläufiger zu machen. Und ich vermute mal, das liegt auch daran, Annika, dass bisher wahrscheinlich keine allzu große Lobby für den Schutz von Schuppentieren existiert, oder? Wenn die Tiere so wenig bekannt sind, also was müsste denn da passieren aus deiner Sicht? Oder was ist vielleicht auch in den letzten Jahren passiert auf politischer oder gesetzlicher Ebene? Einen wichtigen Schritt gab es schon 2016. Da wurde das Schuppentier in das Washingtoner Artenschutzübereinkommen aufgenommen. Das heißt, seitdem hat es international höchsten Schutzstatus und auch der weltweite Handel ist damit verboten. Allerdings zeigen die Statistiken zur Wilderei eben auch, dass dieser Schritt allein nicht ausreicht. Zum Glück hat sich aber auch andernorts was getan, zum Beispiel in Namibia oder anderen Herkunftsländern der Schuppentiere ist es so, dass Informationen belohnt werden, die zu Festnahmen von Schmugglern führen. Also das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Und auch in den Abnehmerländern, zum Beispiel in China, also die Schuppen wurden inzwischen aus dem traditionellen Arzneibuch der chinesischen Medizin gestrichen. Auch das wichtig, denke ich. Und dann gab es noch schöne Nachrichten aus einem Zoo in Europa vor kurzem, und zwar aus Prag. Dazu muss man kurz zum Hintergrund sagen, Schuppentiere sind sehr, sehr schwer zu halten und auch zu züchten in Gefangenschaft, weil sie eben sehr anspruchsvoll sind, was ihre Nahrung angeht, was ihren Lebensraum angeht. Aber in Prag ist es tatsächlich gelungen, schon im vergangenen Jahr Nachwuchs zu produzieren, wenn man das jetzt so sagen will. Also da ist im Februar 2023 ein Weibchen zur Welt gekommen und jetzt gerade ganz frisch im Juli noch ein weiteres Weibchen. Eine wirklich ganz, ganz tolle und spannende Geschichte, die Annika Brohm da aufgeschrieben hat aus Namibia. Und ihr könnt die nachlesen auch nochmal und viele Fotos und Videos auch von dieser Schuppentiermission in Namibia sehen. Das Ganze findet ihr auf spektrum.de. Große Empfehlung von mir, sich das mal anzuschauen. Der Text heißt Auf den Spuren eines Phantoms. Und das Phantom ist eben dieses Schuppentier. Und Annika, ich sag dir vielen, vielen Dank fürs Erklären und wünsche dir, dass du irgendwie dann doch nochmal auch eins zu Gesicht bekommst, vielleicht irgendwann. Danke dir. Ja, und ja, das hoffe ich auch sehr. Und auch euch, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Ausgabe des Spektrum-Podcasts. Eine neue Folge gibt's wie immer nächsten Freitag. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut. Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.